toll. Ich habe immer nur bei Lieblingsbilder hinbekommen. Ja, meine Lieben, das hat mir... Hallöchen, ihr Lieben. Und hier ist sie, eure Anni, heute zu einem Stalltalk, der nicht im Stall stattfindet. Ich habe schon lange nicht mehr so ein Video gemacht, wo ich einfach mal hier nur sitze und mit euch schnacke. Denn ich habe ja mein ganzes Format auch umgestellt. Ich mache ja jetzt fast nur noch Vlogs im Stall, erzähle so ein bisschen was über die Pferde. Aber es ist halt so, dass mir mal wieder was auf der Seele brennt. Und wer mich kennt, wer mir schon lange folgt, der weiß, dass ich wegen einem bestimmten Thema schon mal richtig Probleme bekommen habe auf der App TikTok. Dass es eine Hatewelle gegen mich gab, weil ich über bestimmte Sachen im Reitsport versucht habe aufzuklären. Es waren Einschüchterungsversuche von anderen Influencern, die nicht jugendlich waren, sondern erwachsen waren, die andere dazu angestiftet haben, gegen mich halt mobil zu machen. Das Ganze war sehr subtil, das Ganze war sehr versteckt, es wurden halt so Comedy-Videos über mich gemacht, es wurden auch Rabattcodes gegen mich erstellt und all solche Geschichten. Also das war ein Riesenausmaß. Ihr könnt ja mal hier auf meinem Kanal in den Playlists gucken, da habe ich auch öfter darüber erzählt in der Zeit, weil es mir, das Ganze ist mir sehr nahe gegangen. Und bis heute habe ich halt auch noch mit Anwälten zu tun, weil Anzeigen rausgegangen sind. Es gab halt auch Bedrohungen über meine Kanäle und ja, so ein klassisches Ding halt, was dann zum Selbstläufer wurde. Aber ihr seht, ich sitze hier, ich mache immer noch Social Media und ich bin nicht eingeschüchtert worden. Beziehungsweise ich habe trotzdem noch eine Meinung zu dem Thema und werde auch weiterhin was zu der ganzen Sache sagen. Und ich habe jetzt auch keine Lust, hier irgendeinen coolen Schnitt zu machen und mich nah und fern und was weiß ich zu filmen, sondern ich möchte einfach nochmal ganz klar über Social Media und Reitsport sprechen. Viele von euch wissen ja, dass ich mehrere Kanäle habe. Ich habe zum einen diesen YouTube-Kanal, der ist hier schon sehr alt, aber das ist mir auch mittlerweile egal. Ich mache hier mittlerweile auch diese Shorts, also das, was ich auf TikTok so poste, könnt ihr auch hier in den Shorts gucken für Leute, die keinen Bock auf TikTok haben. Ich kann es übrigens durchaus verstehen, wenn Leute keinen Bock mehr auf TikTok haben. Dann habe ich ja Instagram, dann habe ich noch einen zweiten TikTok-Kanal und ich mache auch einen Podcast zusammen mit einer Psychologiestudentin, der heißt Reitsport und Netzgeschehen und da sprechen wir auch ganz, ganz häufig über diese Themen. Ja, und um was geht es nun? Jeder, der Social Media macht mit Pferden, filmt natürlich seine Pferde. Völlig normal. Und es würde ja kein Pferde-Social Media geben, wenn es keine Videos geben würde. Das Problem ist nur, wenn das Ganze in Ausmaße abgleitet oder Ausmaße annimmt, die, finde ich, absolut nicht mehr mit der Realität im Pferdesport zu tun haben und die einfach auch super gefährlich sind. Und genau darüber habe ich im letzten Jahr versucht aufzuklären und wurde halt massiv angeprangert. Natürlich von den Menschen, die meinen, dass im Reitsport keine Gefahren herrschen, beziehungsweise die Gefahren im Reitsport kann man ziemlich klein spielen und Social Media ist eine eigene Welt und da hat der reale Pferdesport nicht mehr viel mit zu tun, habe ich das Gefühl. Und jetzt möchte ich euch noch mal so ein paar Sätze vorlesen. Ich verlinke euch hier auch die Quellen. Und das ist einfach eine Sache, die ist die Realität. Und dieser Realität, finde ich, muss man ins Auge sehen. Ich habe jetzt hier einen kleinen Bericht von der Deutsch-Österreich-Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologische Sportmedizin, die GOTS. Und da lese ich euch jetzt einfach mal ein kurzes Statement vor. Jährlich passieren rund 40.000 Reitsportunfälle in Deutschland, die eine ärztliche Behandlung zur Folge haben. Die Inzidenz tödlicher Reitunfälle beträgt 1 auf 10.000 Reiter pro Jahr. Das hört sich ja vielleicht ein bisschen wenig an, aber 10.000, das ist, kann man sich, denke ich, schon so als eine Crowd auf einem kleinen Konzert zum Beispiel vorstellen. Und einer davon stirbt, ein Mensch stirbt bei einem Reitunfall. Während bei Frauen Reiten an erster Stelle der Todesfallstatistiken steht, weil so viel mehr Frauen reiten als Männer, steht es bei Männern an 11. Stelle.
Es sterben aber deutlich mehr Männer bei diesem Sport als Frauen. Männer reiten ja häufig in der Vielseitigkeit und beim Springreiten. Es ist noch eine sehr große Männerdomäne und daraus leite ich mir das ab, dass eventuell mehr Männer verunfallen bei diesem Sport. Da Reiten eine eher mäßige kardiopulmonale Ausdauerleistung erfordert, also Lungen-Herz-Ausdauerleistung, spielen kardiovaskulär bedingte Todesfälle beim Reiten keinerlei Rolle. Also zum Beispiel Sportlerherztod, dass man zu großes Herz hat durch Joggen, Marathonläufer, Fußballer. Ihr habt vielleicht davon schon gehört. Das ist beim Reiten nicht so. Auch finden die meisten Unfälle nicht bei den professionellen Reitern statt, sondern im Freizeitbereich. Und da möchte ich gleich drauf hinaus. Hier spielt, wie bei den meisten anderen Sportarten auch, die Erfahrung und die Routine eine große Rolle. In Großbritannien wird besonders mit Kindern der Ponysport viel intensiver durchgeführt als in Deutschland. Daher unterscheiden sich die Unfallstatistiken bezüglich des Verhältnisses Großpferd-Pony-länderbezogen teils sehr deutlich. In Deutschland sind ganz überwiegend Großpferde bei Unfällen beteiligt. Das könnt ihr ja euch jetzt mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, mal ein bisschen drüber nachdenken. Und ich denke, einige wissen jetzt auch, worauf ich hinaus. Warum mache ich als Reiterin, die sogar Social Media macht, die sich sogar auf ihren Pferden teilweise filmt, die auch mal ohne Helm zu sehen ist in einem Video, warum mache ich jetzt so ein Video? Ich bin ja nicht besser. Könnte man jetzt so sagen. Ich bin ja nicht besser. Filmen im Social-Media-Bereich mit Pferden gehört dazu. Ich sage ganz klar, Social-Media, wenn man es mit Pferden macht, geht nicht ohne Kameras. Aber die Frage ist, wie wichtig macht man das Ganze? Wie wichtig will mir Social-Media im Reitsport sein? Stelle ich das Social-Media in den Vordergrund oder stelle ich meine Tiere in den Vordergrund? Und was mich sehr, sehr erschrickt, ist es, dass es sich immer mehr in die Richtung entwickelt, dass verunfallende Reiter, dass Reiter, die von ihren Pferden angegriffen werden, dass Reiter, die teilweise von ihren Pferden getreten werden, eingequetscht werden, dass die das posten, dass die Leute diese Reiter filmen, nicht einschreiten. Und dass das gefeiert wird ohne Ende, dass es konsumiert wird. Natürlich auch von Leuten, die sich nicht mit Pferden auskennen. Von Kindern, von Jugendlichen, von Leuten, die vielleicht mit dem Reiten anfangen wollen. Und sorry, was vermittelt das bitte für ein Bild vom Reitsport? Man könnte halt denken, die Pferde sind nicht gefährlich. So ein Huftritt am Kopf tut nicht weh. Leute, die mal einen Huf abbekommen haben, das habe ich auch schon in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel eine Kerbe am Oberschenkel, da ist mein Oberschenkelgewebe nachhaltig geschädigt. Da habe ich einen unbeschlagenen Huf drauf bekommen und bis heute habe ich da eine Delle. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn man so einen Pferdehuf an den Kopf kriegt. Ein Schädelbasisbruch ist da vielleicht noch dann das geringste Übel, es kann schlichtweg zum Tod führen. Und häufig hat man mittlerweile Videos auf TikTok, die man fast jeden Tag zu sehen kriegt, wo Pferde in eine Situation bringen, wo wir haben sogar ein Video gesehen, ich tausche mich ja auch mit meinen Mädels in Gruppen darüber aus, wir haben ein Video gesehen, wo wahrscheinlich ein Hengst war das, auf seinen Reiter oder seinen Besitzer draufgegangen ist und den fast wie ein wild gewordener Wolf gebissen hat, getreten hat. Dann habe ich jetzt neulich ein Video gesehen, da sind zwei Mädels scheinbar mit einem Pferd draußen gewesen. Das Pferd war mit einem Plüschhalfter geführt worden. Dann hat das Pferd irgendwie sich erschrocken oder angefangen zu bocken auf einer Wiese und hat das Mädchen fast an den Kopf getreten. Der erste Spruch, den das Mädchen rief zu ihrer Freundin, war: "Hast du das auf Handy?" Das Pferd ist gelaufen. Und die beiden standen dann nur und meinten, ach wie schön kann das Pferd traben. Und natürlich sollte man nicht gleich wie wild geworden dann hinter einem weglaufenden Pferd hinterherrennen. Aber sorry, wenn so eine Situation passiert, da halte ich doch nicht noch die Kamera drauf, sondern werde meiner Freundin zur Hilfe eilen, die vielleicht gerade fast einen Pferdehuf an den Kopf bekommen hat.
das will einfach nicht in meinen Kopf rein. Und ich verstehe auch nicht, warum sowas gefeiert wird. Beziehungsweise verstehe ich es doch. Die Apps pushen solche Formate. Das ist so wie Pleiten, Pech und Pannen. Vielleicht kennen das ja einige noch aus dem Fernsehen von früher. Wenn Leute irgendwo gegenlaufen, irgendwie ein Brett vor den Kopf bekommen, irgendwo sich überschlagen. Aber ich finde, der Spaß hört auf, wenn Tiere in Mitleidenschaft gezogen werden. Dann das nächste Ding. Man sieht auch Videos und bestimmte Trends, die Leute dann nicht in ihrem Paddock machen oder auf dem Reitplatz oder im Stall, sondern im freien Gelände. Und da gibt es zum Beispiel diesen, ich weiß nicht, ob das so ein Duckface-Trend ist, den haben wir auch schon gesehen, dass Leute dann sich so halt im Jagdgalopp filmen, dann irgendwie teilweise mit engen Kleidungsstücken, ist ja bei der Reitsportmode ganz angesagt, und dann machen sie ein Duckface und... Entschuldigung, hallo. Was willst du? Du weißt schon, dass da ein Stromfall ist, oder? Oh, ach so, ein Stromfall. Naja, ist ja nichts passiert, ne? Warum hast du eigentlich gerade so komisch auf dein Handy geguckt? Was machst du da? Ja, das machen jetzt alle beim Reiten auf TikTok. Ich möchte Klicks haben. Und dann gibt es eine Transition. Also man sitzt erst im Auto, dann wird irgendwie einmal gewischt und dann reiten die Mädels da so lang im Jagdgalopp. Kann man ja machen, vielleicht in seiner Umzäunung, aber vielleicht sollte man doch beim Reiten im freien Gelände auch nochmal gucken, ob da vielleicht ein Fußgänger lang geht, ein Hund freiläuft, vielleicht überquert auch gerade ein Reh den Weg. Besonders im Wald sind solche Dinge ja teilweise gar nicht mal so selten, dass da auch Wild kreuzt. Dann habe ich teilweise Videos gesehen, wo mutige junge Reiterinnen in voller Selbstüberschätzung über eine Stahlabsperrung mit ihrem Pferd im Wald springen. Was ist darin bitte schön? Denn euer Pferd, wenn es den Sprung nicht richtig abpasst oder ihr den Sprung nicht richtig anreitet, kann sich massiv an so einer Stahlabsperrung im Wald verletzen. Ich hatte erst überlegt, ob ich ein paar Ausschnitte dieser Videos hier einblende, aber da ich selber noch in einem gerichtlichen Verfahren bin und nicht genauso sein will wie viele YouTuber, die andere YouTuber versuchen in den Dreck zu ziehen oder andere TikToker, spreche ich einfach nur über diese Videos. Denn das sind einfach Eindrücke, die bleiben im Kopf, weil ich habe so Reiten nicht gelernt, sondern ich habe... bevor ich mit Reiten angefangen habe, erstmal am Boden gelernt, wie man mit einem Pferd überhaupt umgeht. Und ich frage mich wirklich, ob viele dieser jungen Reiter überhaupt, wenn sie in ihrem TikTok oder in ihrem Instagram oder in ihrem YouTube-Wahn sind, noch daran denken, mit was für Tieren sie es da eigentlich zu tun haben. Ein ganz großer Brennpunkt, wo ich schon fast allergisch mittlerweile gegen bin, sind die sogenannten Liberties. Ich sage mittlerweile auch schon die Liberty-Sekte dazu. Ich habe nichts gegen Liberty-Arbeit mit den Pferden. Ich bewundere auch manche Leute, die das professionell machen, mit diesem Bonding, mit dem Pferd zurückrufen, mit dem Pferd auf Pfiff zurückholen. Aber wenn man circa jeden Tag mindestens 10 solcher Videos auf der For You-Page hat, wo das x-beliebigste Freizeitpferd frei im Wald umherläuft, wo sogar eine erwachsene Frau auf ein, habe ich bei Instagram gesehen, eine erwachsene Frau steigt auf einen Hochsitz, lässt ihr Pferd in der Waldschneise frei grasen und sagt, der Förster winkt sogar, wenn er vorbeifährt. Da ich in meiner Familie Leute habe, die auf dem Jagdgebiet kundig sind, habe ich denen das mal erzählt und die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Nicht nur unverantwortlich von dieser Pferdebesitzerin, sondern auch völlig unverantwortlich von solchen Forstbetrieben, die das scheinbar auch noch billigen. Jeder, der mit Pferden zu tun hat und im Wald vernünftig unterwegs ist, weiß, wie man sich im Wald verhält. Denn es kann auch immer mal eine Drückjagd im Wald stattfinden und man hat es nicht mitbekommen, dass vielleicht solche Jagdschilder stehen an der Seite und dann plötzlich fällt ein Schuss. Und da kann das noch so liebe Pferd plötzlich zum Fluchttier werden. Ich finde diesen Freilauftrend, der ist wirklich die Krönung des Wahnsinns. Vor allen Dingen, weil man so oft hier auch in Deutschland oder in der Schweiz oder Österreich solche Videos sieht.
dieser Trend kommt ja so aus Amerika. Dort sieht man das ganz, ganz häufig, diese Videos. Wir leben hier aber nicht in Kanada oder Amerika und haben freie Steppe. Wir leben hier auch nicht auf Island. Ich kann jetzt auch nicht meinen Easy nehmen, den Husky, und meinen Windür vorm Husky hertreiben. Da haben wir dann irgendwann eine Bundesstraße, wo wir drüber müssen. Und ich verstehe diese Reiter nicht, die dann auch noch völlig aggressiv reagieren, wenn man ihnen mal die Wahrheit ins Gesicht. Warum rege ich mich eigentlich so darüber auf? Ich könnte ja alles blockieren und wegswipen. Ich krieg's ja trotzdem immer wieder auf meine For You. Und ich als Reiterin versuche ein bisschen weiter zu denken. Und mir wurde ja auch ganz oft gesagt, man soll selber leben und die anderen Menschen leben lassen. Aber ich finde, sobald andere Leute, andere Tiere, Autofahrer, Versicherer und so weiter mit in so eine Sache reingezogen werden, die durch solche Videos, eigentlich ist es schon grob vorsätzlich, was da teilweise passiert. Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Leute extra auf Fails warten oder extra Fails produzieren, um diese Videos zu erstellen. Da hört der Spaß auf, und ich denke, ich spreche hier auch im Sinn von mehreren Reitern, die das für unseren Sport als sehr unschön erachten. Ich hoffe auch irgendwann, dass die Reitsportverbände darauf mehr aufmerksam machen werden. Ich habe hier nicht die riesen Reichweite auf YouTube, würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr dieses Video teilt. Weil was passiert schlussendlich? Ich habe euch eben vorgelesen, wie viele Reitunfälle jährlich passieren. Durch diese Trends passiert jetzt vielleicht die nächsten 1-2 Jahre noch nicht so viel. Aber es werden halt immer mehr Leute, die diese Trends provozieren und nachmachen. Und irgendwann gibt es natürlich Unfälle durch diese Trends. Irgendwann rennt ein Pferd in ein Auto rein. Und das ist gar nicht mal so selten. Wie oft kriegt man das in den Nachrichten mit, dass ein Pferd von einer Autobahn gefischt werden musste, weil es vielleicht ausgebrochen ist? Aber wenn ich schon vorsätzlich mein Pferd frei laufen lasse, weil ich denke, ich habe eine tolle Technik erlernt, wo das Pferd immer wieder zu mir zurückkommt, muss ich ganz klar sagen, da seid ihr völlig schief gewickelt. Irgendwann werden durch diese massenhaften Trends, die auch teilweise von Firmen, Reitsportfirmen beworben werden, immer mehr Unfälle passieren in der Art. Das summiert sich irgendwann auf. Und irgendwann werden Tierschutzverbände und vielleicht auch Reitsportverbände wach werden. Und dann werden wir Reiter alle kollektiv einen drauf bekommen. Weil dann wird irgendwann davon ausgegangen, dass jeder Reiter eventuell zu so einer Social-Media-Gefahr für andere werden kann. Denkt euch das mal so ein bisschen weiter. Was könnte aus dieser ganzen Sache dann passieren? Ihr habt vielleicht das Drama um Olympia letztes Jahr mitbekommen, um den Fünfkampf, um das grobe Verhalten, was da mit diesem Pferd gemacht wurde, mit dem Saint Boy. Das Ganze ging massiv in die Medien. Und ich sag mal so, wie oft gab es schon TikTok-Trends, die in die Medien gegangen sind, weil Leute zu Tode gekommen sind? Irgendwann werden die Medien dann vielleicht auch auf den Reitsport aufmerksam, und da der Reitsport durch diese Olympiageschichten immer mehr in den Verruf gerät, werden auch irgendwann die richtigen Leute auf diese Videos aufmerksam werden und vielleicht genauso wie ich denken, das können wir so nicht lassen. Vielleicht hat das dann zur Folge, dass hier irgendwann ein Pferdeführerschein eingeführt wird, vielleicht die umstrittene Pferdesteuer doch irgendwann durchgesetzt wird. Wir haben ja jetzt eine ganz andere Regierung. Wer weiß, was da noch alles so passiert. Und ich finde es einfach ein asoziales Verhalten gegenüber anderen Reitsportlern. Zumal diese Leute auch völlig unbelehrbar sind. Sie möchten sich profilieren mit ihrem Können, mit ihren Pferden. Und dieses Können muss dann ohne Umzäunung stattfinden. Denn es ist eine große Kunst, das Pferd zurückzurufen. Ich habe das Gefühl, viele schwimmen in so einer Ostwindblase durch die Gegend und denken, sie sind teilweise mit ihren Pferden an einem Real-Filmset. Und am schlimmsten sind halt wirklich erwachsene Reiter, die das bewerben. Denn bei Jugendlichen muss man immer davon ausgehen, die wollen sich ausprobieren, und die ahmen vor allen Dingen ihre Vorbilder nach. Wenn man dieser Sache kritisch gegenübertritt, kriegt man dann häufig zu hören, du kannst es halt nicht. Ich will sowas gar nicht können. Und wenn ich es können wollen würde, dann würde ich mir einen Trainer zur Hand nehmen und würde die Sache in einer Umzäunung üben. Denn richtige Freiarbeitstrainer, die sagen auch immer wieder, macht es bitte nicht nach, holt euch wen Fachkundiges an die Hand und trainiert das bitte in einem geschlossenen Bereich.
Das Schlimmste ist tatsächlich, dass ich neulich eine Instagram-Werbung gesehen habe, wo irgendein Reittrainer oder sowas vermittelt und Werbung damit macht, dass er Rückholtraining für Pferde anbietet oder sie und es Szenen gibt, wo das Pferd dann frei auf freier Flur läuft. Und wenn man so eine Werbung schaltet und es sogar durch die sozialen Medien beworben wird, da fasse ich mir einfach nur an den Kopf. Ich werde von dieser Meinung auch nicht abrücken. Leute, die mich kennen, die suchen bei mir natürlich Fehler. Auch ich bin nicht fehlerfrei. Auch ich habe mal Spaß, mich auf dem Pferd zu verkleiden, mit einem Kleid auf dem Pferd zu sitzen. Und da habe ich dann auch bei solchen Szenen auch mal keinen Helm auf. Die sind aber eher gering. Und da wir keine Helmpflicht haben, ist es auch noch für jeden selbst zu entscheiden, ob er diesen Helm dann für so eine Szene trägt oder nicht. Ich würde es jedem trotzdem raten, immer einen Helm zu tragen. Und vor allen Dingen Minderjährigen und Eltern würde ich auch raten, dass sie ihren minderjährigen Kindern sagen, dass sie einen Helm tragen sollen. Aber da zählt auch immer noch die Selbstverantwortung. Aber wenn man ein Pferd, ein Fluchttier, was immer noch ein Restrisiko hat, durchzugehen, wegzulaufen, auf die Allgemeinheit loslässt, dann hat das nicht mehr nur mit Eigenverantwortung zu tun, sondern ihr habt dann auch eine Verantwortung für die Leute um euch herum. Und ich sage einfach mal so, jeder von euch kennt ja solche Helmkameras. Auch ich habe jetzt angefangen oder werde anfangen, mehr diese Helmkameras zu benutzen. Ich habe jetzt neulich auf TikTok tatsächlich auch ein Video von einem Reiterhof gefunden. Da war die erste Frage von Reitschülern, ob sie denn ihren also Ferienaufenthalt filmen können, ob sie sich beim Ausreiten filmen können. Und da haben die Betreiber des Stalls halt gesagt, dass sie das nicht so gerne hätten. Und da sieht man einfach, wie viel Macht soziale Medien haben. Sie begleiten uns überall und das Handy begleitet uns tagtäglich und viele schaffen es halt auch nicht, in Gefahrensituationen mal ihr Handy wegzulegen, sondern sie provozieren teilweise Gefahrensituationen und sie filmen die Sachen nicht mehr so, dass sie realistisch sind und den Leuten halt ein Bild vom Reitsport vorgaukeln, was nicht die Realität ist. Ja, soll man dann jetzt aufhören mit Social Media im Reitsport? Nein, natürlich nicht. Man möchte weiter schöne Bilder sehen, man möchte auch schöne Reitaufnahmen sehen. Aber ich finde es halt unschön, ein tretendes Pferd zu sehen, ein Pferd zu sehen, was sich überschlägt, was in andere Pferde reinrennt, was sein Besitzer wirklich, es gibt Videos, wo der Besitzer eingequetscht wird beim Angebot, also das Pferd ist angebunden, der Besitzer stellt sich dazwischen, wird eingequetscht, es werden irgendwelche akrobatischen Verrenkungen in der Box gemacht, wenn das Pferd drinne steht. Und das schlimmste Video, was ich die Woche gesehen habe, war wirklich aus dem Ausland wieder eine Frau, die ihr Pferd auch auf Liberty Art frei laufen lassen hat und das Pferd hatte tatsächlich eine Longierhilfe drauf. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und es war noch Schnee und Eis. Das Pferd hätte in die Longierhilfe treten können, es hätte sich überschlagen können, es hätte sich das Genick brechen können. Dann ein Video, wo eine Reiterin scheinbar nicht richtig nachgegurtet hatte auf einem Ausritt. Alle sind im Galopp gewesen, sie ist hinten mit dem Sattel vom Pferd weggerutscht, hing dann fest. Die anderen Pferde sind da reingerast, aber es wurde die ganze Zeit weiter gefilmt. Und ich sage, das ist ein Reitsport, den ich so nicht sehen will. Das ist auch nicht witzig, das ist auch kein niedlicher Fail, wo das Pferd mal parkt, wo man mal seitlich runterfällt. Solche Fail-Videos gibt es und die sind auch witzig teilweise. Die entstehen so aus dem Spontanen raus. Aber diese Sachen, die wirklich so richtig lebensgefährlich sind, die sind meines Erachtens einfach wirklich tierschutzwidrig. Und es führt sogar dazu, dass Nichtreiter dann sich gegenseitig auffordern. Da gab es jetzt auch ein Video auf TikTok, wo so ein Influencer aufgefordert wurde, renn doch mal zu dem Kutschpferd da hinten hin und streichel das. Das ist jetzt deine Challenge. Das war, glaube ich, in Wien. Und da ist so ein Typ auf eine fahrende Kutsche zugerannt und die Pferde haben sich erschrocken. Und da war dann, glaube ich, auch der Kutscher, der dann mit der Peitsche so runtergehauen hat in dem Video. Und auch da habe ich drunter kommentiert. Ich könnte euch jetzt noch viel, 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 viel mehr Situationen erzählen. Und ich hoffe, ihr versteht meine Intention. Ich möchte euch nicht das Social Media madig machen. Auch ich werde weiter Social Media mit Pferden machen. Aber bitte, 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 bitte denkt doch mal mehr nach, bevor ihr etwas online stellt. Und wenn ihr was Heftiges erlebt habt,
dann könnt ihr es ja für euch behalten, aber müsst ihr damit versuchen, Klicks zu kriegen? Müsst ihr den Apps da noch so in die Karten spielen? Ich verstehe das einfach nicht. Und ich werde weiter darüber aufklären. Ich werde auch in unserem Podcast Reitsport und Netzgeschehen darüber aufklären. Und wenn ihr mit uns zusammen podcasten wollt, dann könnt ihr auch auf Instagram vorbeischauen, könnt uns schreiben und wir quatschen gerne mit euch über eure Erfahrungen. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht habt ihr mal eine Reitbeteiligung vergeben und eure Reitbeteiligung hat sowas gemacht, weil sie Klicks bekommen wollte oder umgekehrt. Ihr seid Reitbeteiligung und seht, dass euer Pferdebesitzer ständig so einen Unsinn mit den Pferden verzapft. Und ja, dieses Video ist einfach da, um vielleicht euch mal die Augen zu öffnen. Es ist, wie gesagt, meine subjektive Meinung zu dem Thema. Ich habe versucht, sehr neutral jetzt zu berichten. Ich finde diese Entwicklung für unseren Pferdesport und auch für die Tiere an sich ziemlich, ziemlich schwierig. Ja, dieses Video war mir wirklich ein Anliegen. Teilt es bitte gerne und ich hoffe, dass mehr Leute wach werden, was den Umgang mit Pferden in den sozialen Medien angeht.